wenn deine beste Freundin sowas macht, dass... Connor, ich verstehe dich. Weißt du, wie enttäuscht ich war? Bin, das... We are young. Genau dieselbe Scheiße. Genau wie immer. Du willst dich wieder. Du willst einfach nur wieder das, was. Hallo, hallo! Was? Was ist denn jetzt hier los? Wie was los ist? Ich wollte ihm einfach nur helfen. Ein Scheißdreck wolltest du. Du willst wieder nehmen, bitte. Du willst einfach nur wieder nehmen, was dir gefällt. Fertig. Hallo! Hallo, könnt ihr uns mal. Und das scheiß Insta-Promo-Video. Was damit? Ja, man. Checkst du es denn nicht, dass sie wieder versucht, sich an dich ranzumachen? Dann passiert die gleiche Kacke wie vorher. Hackt das bei dir oder was? Lässt du jetzt mal meine Kimmel? Wieso redest du nicht mit ihr? Connor, aber sie hat mir geholfen im Gegensatz zu euch. Ihr habt meine Cocktails leer gesoffen. Danke, Mike. Ja, hier, mit dem da. Kim, wir sind noch nicht fertig. Was? Doch, seid ihr jetzt? Nein, sind wir nicht. Yo, was geht hier an? Nee, alles gut, hat sich geklärt. Immer wieder das Gleiche, von morgens bis abends. Immer diese Scheißstreiterei. Ja, ich hab das nicht vergessen, was da zwischen mir und Kim war. Ja, und das war scheiße. Aber sie scheint es ja tatsächlich zu bereuen. Und Connor ist wie so ein Bluthund. Der kann einfach nicht locker lassen. Immer wieder von vorne. Ich hab damit abgeschlossen und er muss es auch. Hey, das war doch jetzt nicht echt Connors Ernst vorhin, oder? Ich meine, jetzt dein Sohn kann ja sich vielleicht mal ein bisschen abregen. Ja, du musst doch mal Connor unter der Gürtellinie. Wir leben hier alle auf ziemlich engem Raum, ja? Und vor kurzem war es auch noch für alle eine beschissene Situation. Mag ja sein. Und Connor vergisst einfach nicht so schnell. Und er ist auch ziemlich stur. Und er ist halt relativ jung. Und braucht halt ein bisschen. Lirum larum. Ich hab einfach Angst, dass das für Kim irgendwann auch echt so viel ist. Ich meine, die hat sich doch jetzt gerade erst gefangen. Ja, Basti, ist für uns alle nicht leicht. Ja, richtig. Aber im Endeffekt, wir haben es doch auch hinbekommen, oder nicht? Guck mal, jetzt, wo ich gerade hier arbeitslos rumhänge, verstehst du? Da nee, ich hab, ja, das geht nicht um mich, sondern jetzt gerade um die Bienen. Da sehe ich erstmal gerade, wie prekär diese Lage zwischen den Bienen ist. Fehlt nur noch, dass sie sich irgendwann wirklich mit dem Körper einschlagen. Ja, ist eine gute Idee. Mhm. Alles gut, Kami? Ja, ist gut. Ja, sehe ich auch so. Wir haben es doch auch bekommen. Wir hatten auch unsere Diskrepanzen. Wir pennen jetzt so hier im selben Zimmer. Ja, das ist auch keine Dauerlösung. Nee, nicht so viel furzen. Ich furze überhaupt nicht. Das ist der Nachbar. Die Rohre. Das ist Wurst, aber wir beide sind erwachsen. Das ist eine ganz andere Geschichte. Das ist ein Erwachsener. Was? Was guckst du denn jetzt wieder so, Alter? Das schadet mein Gedächtnis, weil ich muss mich auch. Ich muss den ganzen Tag Bewerbung schreiben. Ich habe einen Termin nach dem anderen. Aber vielleicht müssen wir uns einfach nicht in Eis einmischen. Vielleicht, weiß ich nicht, denken wir uns auch irgendwas aus, dass das mal aufhört? Ja, hast du einen guten Vorschlag? Ich glaube immer noch nicht, dass es so gut ist, sich in Eis einzumischen. Aber ja, Basti hat doch schon irgendwo recht. Weil nachher eskaliert das wirklich noch und die beiden schlagen sich noch die Köpfe ein. Richtig geil, dass du heute Zeit hast, ey. Weil ich mich Zeit genommen habe. L.A. und sowas. Ja, aber für uns nehme ich mir gerne Zeit. Pass auf, was du machst. Können wir das Planschen auf nachher verschieben? Warum? Weil wir vielleicht noch... Wir haben noch was zu klären. Komm einfach mit. Was zu klären? Ja. Also es gibt doch einen Grund. Wir wollen jetzt nicht nur die schöne Sonne hier und den Strand genießen, ja? Okay. Nichts Schlimmes, ja? Haben wir alle was von. Willst du mich verarschen? Nein, will ich nicht. Connor, komm einfach mal mit. Was soll das denn? Hi, Kim. Ist ja besser, ja, so ist Basti. Basti hat einen Termin und ist halt gerade nicht hier. Aber Basti und ich haben gesprochen. Wow, also und zwar geht's um euch. Hört doch einfach mal kurz zu. Wir können es einfach nicht mehr sehen, dass ihr euch jeden Tag in der WG zerfetzt. Es muss irgendwann mal ein Ende haben, ja? So, und deswegen sind wir heute hier und wir versuchen einfach mal miteinander zu sprechen wie Erwachsene. Was haltet ihr davon? Das habe ich schon versucht. Dann machst du es nochmal. Unzählige Male, aber es funktioniert einfach nicht. Und man aufgeben? Kann mit ihm einfach nicht sprechen. Warum denn wohl? Du musst lachen, Alter. Ja, warum denn wohl? Warum? Denn jetzt wieder? Ach Gott, ja, er beleidigt. Ohne Scheiß.
Und schon wieder, er beleidigt mich einfach. So, weil du die Schnauze halten sollst, deswegen beleidige ich dich. Hallo, ihr habt jetzt die Wahl. Weil ich habe jetzt gerade eure Klamotten genommen. Und zwar, ihr kommt erst dann nach Hause, wenn ihr miteinander gesprochen habt. Ist vielleicht kindisch, aber ist egal, damit kann ich leben. Ja, Mike. Wenn du auf den Kindergarten Come on, ja. Mike hat den ganzen Tag Zeit und macht, was er will. Und ihr könnt es auch machen. Ist eure Entscheidung. Redet miteinander, guckt stur geradeaus. Ihr seid erwachsen. Mike, bitte, das ist total kindisch. Ja, vielleicht. Das wird doch heute nichts mehr. Wie kann man so stur sein? Weißt du was? Ich hab alles gesagt, was gesagt ist. Nichts. Und das war's. Können wir bitte jetzt einfach gehen? Nein, gehen wir nicht. Oh. Ey, wieso musst du denn einfach so stur sein? Warum ich so stur sein muss? Ja, wir können doch einfach normal miteinander reden. Hey, Connor, probier's doch wenigstens, ne? Willst du mich verarschen, Mann? Was willst du denn überhaupt noch von mir? Geh doch zu deinem scheiß Drogenfreund, schieß dich aus der Welt, mir doch egal. Connor! Wird keinen interessieren! Was? Du hast mir erzählt, wie glücklich du darüber warst, Kim zu treffen hier. War, ja, war! Und? Das ist jetzt vorbei, oder wie? Okay, alles klar, ich gehe. Komm, Kim. Tu mir, Kim, ganz kurz, sorry. Warte noch mal ganz kurz, hey. Du hast mir damals erzählt, dass Kim ein Stück von deiner Familie geworden ist. Da an dem Zeitpunkt, wo du keine hattest, wo ich nicht da war. War es so oder liege ich da irgendwie falsch? War. Hm. Was hältst du von dem Satz? Freunde kann man sich vielleicht aussuchen, aber Familie, die hat man. Und die wirft man nicht einfach weg, Connor. Hör zu, guck mal, ich kann dich doch verstehen. Ich weiß doch, was alles für eine Scheiße passiert ist. Und ich bin ein Stück weit selber dran schuld. Aber auch ich konnte Kim verzeihen. Man kann sich nicht nur die ganze Zeit angiften. Connor, versuch's doch wenigstens. Ja, was denkst du denn? Denkst du, mir geht das nicht nah? Doch, ich verstehe dich. Ja, aber wenn deine beste Freundin sowas macht, das... Connor, ich verstehe dich. Weißt du, wie enttäuscht ich war? Bin, das... Connor, ich weiß, dass ich Scheiße gebaut habe. Und es tut mir leid und ich wollte dich nicht enttäuschen. Und du bist mir verdammt nochmal wichtig. Du bist mein bester Freund. Weißt du, wenn es irgendwas gibt, was ich tun kann, damit wir wieder befreundet sein können, damit wir irgendwie, keine Ahnung, einen Neuanfang starten können, dann sag es mir bitte. Hey. Ich mach alles. Komm schon. Ja, dann lass es uns versuchen. Lass uns versuchen, es hinzukriegen. Scheiße, vielleicht habe ich mich so sehr in den Hass reingesteigert, dass er irgendwann Alltag wurde. Aber Papa hat recht. Kim war Familie. So ist. Und mit der versteht man sich halt nicht immer, aber man muss halt lernen, damit klarzukommen. Jemand zu Hause? Basti. Basti ist der Einzige, der Piano spielt. Ja, auch sonst. Aber gut. Wolltest du ihn jetzt gerade unterbrechen, oder was? Das hört sich gut an. Danke. Bitte, nicht schlecht. Danke. Voll gut. Herr Mann, Alter, wann machst du sowas? Seit wann lacht ihr gemeinsam? Wir haben uns wieder vertragen. Ihr habt euch vertragen? Ja. Okay. Cool, oder? Das heißt, ihr hasst euch nicht mehr? Mhm. Ihr wird niemand gehasst. Dann singen wir doch ein Lied. Was? Wer bist du, Alter? Wir hassen nicht mehr Kim, wir hassen nicht mehr Kim. Wir hassen nicht mehr Kim. Einfach auf. Ja, wir hassen nicht mehr Kim. Nein, mach einfach Triangel. Wollen wir anstoßen? Ne? Triangel. Ja? Ja? Hm? Ja. Willst du so ein süßes Mixdings haben? Ja. Ja. Ist aber leider alle, kriegst normales Bier. Ja. Hör ich immer alles, was ohnmächtig macht, ne? Bier mit Geschmack darf man eigentlich nicht Bier nennen, Papa. Ja. Ja. Ey. Dass du über den Schatten gesprungen bist vorhin, ich weiß, dass es schwer war. Meinst du nicht auch, dass es war das Beste? Hm? Vermutlich. Vermutlich? Toni wird mir einen Vogel zeigen, wenn ich dir das erzähle. Ach, oder? Toni ist smart. Friede, Freude, Eierkuchen. Ja? Bemühst du dich auch für Friede, Freude, Eierkuchen? Ja, wenn sie keine Scheiße mehr baut, ja. Ja, wird sie schon immer.
Ich weiß, ich verstehe auch nicht so ganz, warum das für mich so ein viel größeres Problem ist als für dich. Weil ich meine, sie hat immer in dir eine Vergewaltigung angehangen, aber... Ja. Ich verstehe auch nicht, wie du ihr vergeben konntest. Das ist vielleicht für mich nicht immer noch ein Rätsel. Du. Vielleicht war es nicht. Aber zwei Sachen. Erstens, es bringt nichts, in der Vergangenheit rumzukramen. Das kannst du nicht ändern, was da passiert ist, und ich auch nicht. Ob wir es jetzt möchten oder nicht. Zweitens, jeder verdient eine zweite Chance. Du hast mir auch eine gegeben damals. Hm? Wenn du es nicht gemacht hättest, wo wäre ich denn heute? Keine Ahnung. Bei mir kann man sich ja nicht aussuchen. Kann man sich nicht aussuchen. Kann man sich nicht Will aussuchen. Will ich aber auch nicht. Aber das Bier kannst du dir jetzt aussuchen. Digga, du musst trinken, aber es ist. Ich kann es kaum glauben, aber so friedlich war es hier schon lange nicht mehr. Ich kann nur hoffen, dass es auch eine Weile so hält. It's magic. Ja. Aha. Alter. So. Ich hatte noch nie Sex mit einem Menschen. Alter, pass mal auf. Anders, du hast noch nie gegessen wie ein Mensch, wolltest du gerade sagen, oder? Oh. Wolltest du noch Chips haben? Ja, das sind die guten Best Food Chips. Wollt ihr sexy werden? Super sexy. Du hast die Krümel in deinem Gesicht und deinem Bart sind mega sexy. Also Basti wird sich auf jeden Fall abfangen. Geh jetzt mal einen Staubsauger holen und mach das sauber. Basti, Scherz. Digga, wo ist ein Staubsauger? Komm. Weißt du überhaupt, wie ein Staubsauger aussieht oder ein Besen? Ich hab das nie gemacht. Das ist das Ding, was die ganze Zeit so saugen, Alter. Ich bin doch nicht blöd. Nein, überhaupt nicht. Oh. Oh Gott. Ja. Ich wollte mich einfach noch bei dir bedanken. Ich weiß. Nein, erstecken. Ist alles gut. Nein, ich weiß, guck mal, du hast das nicht für mich gemacht, dass Mama und ich uns jetzt wieder vertragen haben, aber trotzdem. Es ist für uns alle ganz gut, glaube ich. Ich weiß. Und auch, dass du mir mit Kaspar geholfen hast. Das ist einfach nicht selbstverständlich gewesen. Vor allem nach allem, was ich dir angetan habe. Ich meine, ich habe dir eine Vergewaltigung unterstellt. Ich war einfach total krank und ich wollte dir einfach noch mal ehrlich. Sagen, dass ja, ja. Was heißt, du warst krank? Guck mal, wir haben alle ein bisschen Scheiß gebaut, ja? Ja, aber das ist einfach komplett irre gewesen. Nein, ja gut, dann waren wir vielleicht alle ein bisschen irre. Okay? Das ist jetzt der perfekte Tag, um Strich drunter zu machen. Ja. Wir fangen neu an. Also alle. Ja. Und Wien, hast du es? Okay. Holt jetzt mal einen Staubsauger, Leute. Ey, was ist mit Ausrüstung? Ich hab gerade echt gemerkt, wie viel mir das alles bedeutet. Nach allem, was passiert ist, hätte ich nicht gedacht, dass wir uns jemals wieder in die Augen schauen können. Also, Connor und ich und natürlich auch Mike und ich. Ich hab so satt, mich von dir so scheiße behandeln zu lassen. Es reicht irgendwann auch mal, okay? Ich möchte einfach nicht, dass mein bester Freund Schmitty stirbt. Ist das egoistisch von mir? Komm rein, fühl dich jetzt einfach wie zu Hause? Ach du Scheiße, wie bin ich denn hier gelandet? Was ist denn jetzt mit André? Mann, du hast doch gesagt, dass du den dir klar machst. Und ich würde gerne mal einfach wissen, wann dieses klar gemacht sein ist. Soll ich dir mal sagen, wann das sein wird? Termin. Heute. Hier und jetzt, ja? Ja.